Mein Penis ist eine Hydraulikpresse. Okay, verstehst du Fußfetischisten? Nein. Ich schon. Kennst du, dass du schläfst so, auf einmal du hörst so eine Mücke an dein Ohr? Naja, ey, ich kenne das nur, wenn du schläfst so, ne, und dann klebst du Hoden am Oberschenkel. Deswegen weiß ich nicht, ich bin kein Verfechter vom Nacktpenis. Warte, was hast du für eine Kette? Na, diese Kreuz. Ah, ja, ja. Kreuz. Ey! Ey! Mann! Die Sache ist, ich habe hier so einen Klimabums, aber das kühlt gar nicht richtig. Das ist nur arschlaut. Aber du musst dir das so vorstellen. Ah! Nee, so mach. So. Ja, warte, ich versuch Klimagerät nachzumachen. Ich habe gerade auf deinen Ausschnitt geguckt, weil mir ist aufgefallen, du hast das so Löcher drin. Das Raumklima ist richtig beschissen. Du darfst dich keinen stehen lassen, weil sonst riecht das ganze Zimmer einfach nach Kacke. Wir kennen es doch jetzt schon seit März 2021. Wieso sollten wir nicht... Geschlechtsverkehr. Ach so, ja. Nein. Ich habe einen ziemlich kleinen Penis. Ich auch. Frag deine Mutter. Du dein Vater. Mein Ellbogen hat wehgetan, ne? Dann habe ich so Ingwer-Creme drauf gemacht, die so wärmend ist. Danach habe ich an meinen Hoden gefasst und dann hat mein Hoden gebrannt. Ja. Das True Story. Du bist mit Discord. Eine Person ist da. Jetzt weißt du ja auch, dass mein Hoden mal die gebrannt hat. Bro, ich schneide dich so irgendwo rein, weiß ich nicht. Zweitkanal oder so. Für den Hauptkanal hast du nicht genug Ausschnitt. Aber die Story mit dem Ingwer, dachte ich mir, die will ich teilen mit der Welt. Ja, ich hab's gerne mehr. Also ich fand's auch ein bisschen geil mit dem Hupen. Ich muss so machen. Also sieht cringe aus, oder? Jetzt ist gar kein Content mehr. Ey, yo. Ich hab's geklippt. Der Teddy da, der sitzt da richtig gruselig. Von wem hast du ihn bekommen? Von meinem Ex-Freund. Ja, wir haben uns geschlagen. Ich hab's geschafft, dass er blutet und ich hab fast ein blaues Auge gehabt, aber sonst... Wie scheiße war er denn, dass er dich nicht Knockout geschlagen hat? Ich war mal Mobbing-Opfer. Wofür wurdest du gemobbt? Weil ich so im Internet präsent bin. Okay. Ich hab schon mal einen Transenpocken geguckt. Ich auch, ich war verstört. Ich hab da aus Versehen drauf geklickt. Ich bin da aus Versehen drauf gekommen. Ich hab so lange keine Marshmallows mehr gegessen. Wow. Ich schick dir per Post. Dann hab ich deine Adresse. Ha! Ha! Wer steht nicht auf Titten? Ja, mir ist der Charakter wichtig. Mir auch. Mann, Spaß, juckt mich null. Es geht nur um die Titten. Seepferdchen, die werden nicht so groß, ne? Wie bei SpongeBob. Die sind so. Nee, ja. Das ist eine gute große Größe. Okay, sorry, dass du anderen Standards gewöhnt bist. Glaubst du, Napoleon hatte viele Bitches? Ich war eine davon. Glaubst du, er war schwul? Weiß ich nicht. Ich glaube, Otto von Bismarck war schwul. Ey, ich weiß nicht, so richtig dumme Leute kennen den halt nicht mal. Wer ist das? Okay. Bist du eigentlich irgendwie berühmt oder so ein Scheiß? So ein bisschen famous? Zeigst du dann so ein bisschen Füße? Ja. Ja! Okay. Glaubst du, Adolf Hitler hat viele Bitches? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der war nicht so. Der hatten, glaube ich, nicht so viele Groupies gefickt. Ich habe mich gestern mit einem Typen auf Omo unterhalten, ob Adolf Hitler viele Groupies weggekockt hat. Yo, warum ist deine Zunge so lang? Ich hoffe, das kannst du auch von einem anderen Körperteil von dir behaupten. Von jedem. Magst du Katzen? Kommt doch an, für was für welche. So. Mit Bombengürtel? Wie komme ich auf sowas? Kumpel von mir, ne? Der streamt auf Kick, ne? Interessiert mich nicht. Ja, okay, scheiß drauf. Nee, komm mal raus. Und, Interessiert mich nicht. Scheiße. Ja, okay, und dann war dieses eine Mädchen, ne? Ja. Weißt du, auf wen ich Crush hab? Nein, auf wen? Nico Robin aus One Piece, Alter. Jetzt solche... Die haben so gigantische Titten, Digga. Ey, warte mal, ich kenn die doch irgendwo her. Ich stehe auf E-Girls mit Penis, die mir in den Mund kacken. Ja, okay. Ich sehe echt gerade verquickt aus. Deine Mom! Willst du mal meine Nasenlöcher versuchen, Digga? Oh mein Gott. Wir werden zusammen alt. Wow, das ist so romantisch. Sagst du jetzt deine Füße? Ja, ich kann dir gerne meine Füße. Ey, yo! Ich wurde letztens dafür ausgelacht, dass ich in Hessen wohne. Digga, wer wohnt in Hessen? Ich bin Opfer häuslicher Gewalt.
Warum lachst du? Hey! Hä, gibst du deinem Chef einen Blowjob? Für mehr Gehalt, ja. Ich wünschte, ich wäre dein Chef. Okay. Oh mein Gott, du bist Polen! Tak, ich, ogurek! Der sagt einfach gut. Ich war nie so auf Kika. Boah. Ich war so Mitternacht auf Sport 1. Ja, und ich finde das einfach geil, weil bei mir kickt auch gerade irgendwie das Adrenalin in meinem Körper. Bist du behindert? Adrenalin, was sich gerade aus, gerade streut in dir. Kann was in dir streuen. Ich hatte gestern Pferdesalbe auf meinem Hoden. Das ist so mein King. Ich hatte da auch eine Phase mit Eiswürfeln. Digga! Alle komplett Dachschaden, Alter. Meinst du mich? Mich! Es ist so hart, wenn sie zockt, Alter. Richtiges Uwu-Girl. Oh mein Gott. Scheiße, ich krieg's nicht in meine Finger zu treffen. Junge, du sitzt ohne Armlehne. Ja, und? Wer braucht Armlehne? Meine Arme sind auf Penis. Aber die Sache ist, ich glaube, die Tendenz, dass Frauen Pornos gucken, ist steigend. Hast du heute schon richtig Mütter weggekockt? Hat Leon einen großen oder einen kleinen Penis? Einen großen. Ich nenne ihn jetzt Anaconda, Leon. Ja, jetzt bin ich alleine. Penisse in meinem Arsch. Ha! Hast du das gehört? Ja. Ich hab Haare im BH drin, ne? Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Du guckst allgemein keine Pornos. Genau, nur Transenporn. Das ist immer same joke, aber es ist immer lustig. Vulgäres, abzünnes Verhalten. Aua! Ah! Ich brauch neue Ingwer-Creme. Ah, sicher, dass du wirklich immer genau so bist. Was hat Captain Jack Sparrow gesagt? Oh. Weißt du, ich habe immer Linus Stream auf und dann sehe ich, ob er mit einer Geilen redet. Coole Kette, was ist das für eine Kette? Herzkette. Ich hätte gehofft, dass du einen Ausschnitt in die Kamera hältst. Typ ist so durch. Kriegst du viele Korkbilder? Nein, zum Glück nicht. Okay, ich verschick nicht so viele Korkbilder. Das muss schon was Besonderes sein. Was guckst du so für Porn? Gay. Wenn du überfallen wirst, wirst dich abgeschossen, weil du so behindert bist. Das ist nicht echt, wieso sollte ich? Behinderte abknallen ist auch unfair. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Die Mottowoche steht, Digga. Als ob du Abi machst. Nein. Ja, Schule. Wie sieht's mit deinem Abi aus? Kannst du mir deinen Mundinhalt geben?